Aus irgendeinem Grund habe ich vergessen, die Anmoderation zu drehen. Aus dem Grund gibt es das jetzt professionell aus Saarbrücken mit dem Handy. Wir bauen heute ein cooles Regal und da nehme ich dich mal so ein bisschen mit. Also viel Spaß beim Zuschauen. Da hinten stehen schon mal die Schäferkisten. Die holen wir erstmal raus, denn um die geht es jetzt erstmal. Die habe ich mir gekauft, als ich mit meiner Werkstatt hier reingezogen bin. Ich zeige dir mal die anderen. Hier siehst du die ganzen großen Schäferkisten. Die habe ich, wie gesagt, benutzt, um das ganze Kleinzeug aus meiner Werkstatt einzupacken und halt zu transportieren. Und hier habe ich jetzt so ein bisschen vorsortiert. Hier sind so Rollen bei Rollen, hier ist so Öl bei Öl, hier ist ein Lacke bei Lacke. Und genau, ich habe halt noch diese mittlere Größe und die habe ich mir extra aufgehoben für das heutige Projekt. So werden die Schäferkisten in dem späteren Projekt angeordnet, denn da wird wahrscheinlich noch einiges an Höhe dazukommen, weil ich hier jeweils 30 mm dicke Bohlen benutzen werde als Zwischenboden. Man soll die ganze Ebene immer rausziehen können, damit man auch optimalen Einblick hat, was da drin ist. Und durch die Rollen wird das Ganze schon relativ hoch. Und ich möchte nicht höher als meine Tischkreissäge kommen, denn dann kann ich das hier noch als Outfit-Table benutzen. Ich brauche lange Bohlen, damit ich auch nicht so extrem viel Verschnitt habe. Denn aus den langen Bohlen bekomme ich dann direkt mehrere Stücke raus. Bohle Nummer uno. Ich werde die Bohlen alle mal in der Mitte durchtrennen und halt bei dem einen angesprochenen Bohlen werde ich dann halt auch den Kern rausschneiden. Ich trenne die in der Mitte runter, damit ich einfach ein schöneres Leimbild erhalte und ich will nicht einfach irgendwo 4-5 cm dran leimen. Das sieht in meinen Augen ein bisschen blöd aus, deswegen halbiere ich die ganzen Bohlen und stücke das so zusammen, dass ich auf meine Breite komme. Wir richten das einmal ab, damit wir eine plane Oberfläche haben, damit das ganze Möbelstück, so nenne ich es jetzt später, damit das später auch gerade steht. Ich denke, ihr konntet gerade gut sehen, dass ich die Bretter nicht parallel habe, was die Breite angeht. Da muss ich euch ehrlich sagen, dass es für mich nicht so wichtig ist, wenn die Maserung ein bisschen schräg verläuft. Von der Stabilität her ist das irrelevant und vom Arbeitsablauf ist es jetzt einfach ein bisschen schneller und dafür ist das vollkommen okay. Wenn die einzelnen Bretter wirklich jetzt nicht genau parallel sind, sondern ein bisschen schräg, wie gesagt, stört mich das nicht. Ich habe früher immer alle Bohlen erstmal durchgeschoben, dass ich so auf die Dicke komme, aber jetzt messe ich einfach so, was der dickste Durchschnitt ist. Weil ich habe eigentlich alle gleich oft abgerichtet. Das heißt, wir fangen, also die dickste Bohle ist hier knapp 41 dick. Von daher fangen wir hier jetzt mit 39 an zu hobeln. Und dann machen wir auch nicht so viel Leerhobeln, also dass wir fast nichts abtragen. Ich hatte irgendwie einen kleinen Denkfehler. Ich muss das hier nochmal alles machen, weil das reicht ja nur jeweils für einen Teil. Manchmal bin ich ein bisschen lahm. Naja, ich habe dann jetzt auch mal noch die zweite Ladung Holz vorbereitet. Die können wir jetzt nämlich auch schon verleimen. Zum Verleimen hole ich wie jedes Mal meine Rohrschraubzwingen. Da braucht man keine große Leimpresse, weil die da Teile eigentlich geiler sind. Weil so eine Leimpresse, die ist dann auch schnell mal voll. Aber die hier, die kann man sich halt danach kaufen. Und kann die halt dann auch platzsparend irgendwo hinstellen, damit sie über Nacht auch trocknen können. Genau, wenn ihr solche Rohrschraubzwingen möchtet, die sind von mir, dann könnt ihr gerne mal auf meine Webseite klicken. Die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch in der Warteliste eintragen. Wenn ich merke, dass genug Leute halt eben Rohrschraubzwingen möchten, dann wird es eventuell wieder welche geben. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die sich im Newsletter eintragen, also nicht im Newsletter, die sind in der Warteliste eintragen von den Rohrzwingen, dass sie dann auch einen Rabattcode bekommen, weil sie das halt eben gemacht haben. Ich werde jetzt aber so ein bisschen beim Verleimen noch so auf die Leimregel achten, also Kern an Kern, Splint an Splint und das Ganze dann gestürzt, damit das dann auch hoffentlich ganz, ganz lange hält. Denn sonst bräuchte ich mir nicht so viel Arbeit zu machen. Schaue ich noch einmal, ob die Verleimung so stimmt. Die stimmt so in dem Fall. Und jetzt können wir schon auch Leim drauf packen. Dafür drehe ich mir drei von den vier Brettern hoch, packe jetzt erstmal Leim drauf. Ihr seht hier jetzt auch, dass ich nur zwei Rohrschraubzwingen benutze. Das ist auch wiederum das Coole. Die sind halt optimal, wenn ihr den Leim auftragt und halt eben die Bretter gerade
lassen oder gerade, dass die Bretter gerade bleiben sollen. Kommt auch schon die dritte Schraubzwinge noch drauf, damit das in der Mitte noch ein bisschen verpresst wird. Das lasse ich jetzt eine Stunde in der Zwinge und dann kann es schon weitergehen. So, die Bretter kann ich jetzt auch schon aus der Zwinge rausholen. Die waren jetzt lang genug eingespannt. Und das Schöne ist, wenn man das Ganze am gleichen Tag macht, dann kann man den Holzleim, diesen Überschuss, ganz easy peasy abschaben. Die Bretter sind zwar alle sehr, sehr gut gehobelt und abgerichtet, aber dennoch entsteht da dann so ein leichter Grat bzw. eine leichte Unebenheit. Und aus dem Grund spanne ich jetzt ein 60er Korn Schleifband hier auf meinen Langbandschleifer auf und werde das damit erstmal grob runterschleifen. Bevor ich die Maschine jetzt aber benutze, gebe ich den Lagern erst noch mal frisch Fett. Also ich denke, dass ich im Endeffekt alle 3 Wochen hier frisches Fett reinpacke und dann halt jeweils einmal in der Woche die Fettkappen beidrehe, weil es sind hier solche Kappen, wo das Fett reinkommt. Und dann sollte das passen. Aber gerade am Anfang, um sicher zu gehen, dass der Vorbesitzer eventuell nicht so pflegsam damit umgegangen ist, mache ich es jetzt ein bisschen öfters. So, hier seht ihr dann die Punkte, wo wir das Ganze draufpacken können. So, ich drehe es jetzt nur ein bisschen rein. Wie gesagt, da soll immer Fett drin sein, damit wenn man jedes Mal, wenn man sie mal benutzt, so einmal am Tag oder da muss man so ein bisschen Routine reinbekommen, dass man da immer ein bisschen frisches Fett reinpresst. Wir haben an der Maschine aber nicht nur Schmiertöpfe, hier haben wir auch Öltöpfe. Hier bei der Maschine gibt es einige Ölkappen. Jetzt, nachdem ich die Palette weggeräumt habe, habe ich auch gesehen, dass hinten an dem Getriebe, um den Tisch hoch und runter zu fahren, dass da auch eine Ölkappe ist. Also wenn ihr euch auch so eine Maschine holt, schaut immer mal in allen Ecken, dort wo sich was dreht, ist normalerweise irgendwie eine Ölkappe. Zum Beispiel hier an dem Schleifschuh ist nämlich auch eine Ölkappe. Ich habe jetzt hier dieses Seitenstück als mal mit dem 60er Korn fertig geschliffen. Wirklich, wirklich schön. Wir haben hier fast keine Ausrisse mehr am Holz. Hier sind ein paar ganz, ganz tiefe, aber das ist okay dafür, was es für Holz ist. Sehr, sehr schönes Holz. Also für ein Werkstattmöbelstück eigentlich fast schon so gut. Also unsere Teile sind jetzt erstmal grob vorgeschliffen. Ich habe alles auf das Maß zugeschnitten. Oben die Platte, die wird an den Kanten noch abgerundet, deswegen das wird vielleicht ein bisschen tricky. Denn ich werde den Meisterdübler benutzen. Eigentlich ein super, super cooles Werkzeug, was eigentlich sogar einen Domino in Anführungszeichen ersetzt. Also von Festool dieses Teil. Kostet 15 Euro, glaube ich. Ich packe euch den Link unten rein, aber eigentlich braucht ihr euch da nicht... Eigentlich müsst ihr das nicht anschauen, weil das hat schon jeder, das Ding. Weil es ist auch cool, ne? Aber ich werde jetzt noch nichts filmen. Ich werde jetzt erst ein bisschen üben, wie man das nochmal benutzt. Denn, ja, da braucht man immer ein bisschen Übung. Also ich brauche Übung. Gut, okay, ich habe jetzt 4 Löcher gebohrt. Eigentlich ist es gar nicht so wild. Später wird es noch bei der Deckenplatte, da muss ich nochmal ein bisschen schauen. Eigentlich holen wir jetzt einfach uns hier den Dübeldurchmesser, den ich benutze. Ich benutze in dem Fall 10 mm Dübel. Und hier packe ich dann 4 Dübel unten dran. Und die können wir jetzt erstmal reinmachen. Und dann schauen wir später beim Brett wieder weiter.
Es muss auch hier nicht super akkurat sein, denn wir überprüfen den Abstand später am Brett. Das heißt, das kann irgendwo sein, das Loch. Das checken wir dann am verbauten Zustand. Und das war's auch schon. Die Dübel haben wir jetzt einmal alle vorgebohrt, also die Dübellöcher, und die können wir jetzt auch schon einleimen. Denn ich zeige euch gleich, wie wir die Position auf das Brett übertragen. Boah, ist das Ding ja schon lange nicht mehr benutzt, gell? Trage ein bisschen Holzleim auf meinen Dübel auf. Als nächstes müssen wir mit dieser Führung auch wieder hier die Löcher bohren für die Dübel. Und dafür müssen wir als erstes mal hier dieses Kunststoffteil einrichten. Das Teil stecken wir dann hier auf. Upsala. Und dann schieben wir einfach hier dieses Teil bündig zum Holz, spannen das hier fest und ziehen das hier wieder raus. Und jetzt haben wir den Abstand eingestellt. Jetzt können wir nämlich gleich hier unsere Position von dem Dübel perfekt so bestimmen. Ich lasse hier ein bisschen Luft und das hier spanne ich jetzt fest. Jetzt checken wir das mal, ob wir das richtig gemacht haben. Und das tun wir, indem wir einfach unser Stück Holz nehmen. Stecken das mal hier rein. Super cool. Aber ich muss ehrlich sein, ich würde trotzdem immer noch, wenn ich die Kohle jetzt einfach so schnapp da hätte, würde ich mir tatsächlich einen Domino holen, weil es ist halt einfach geiler, wenn man quasi den Akkuschrauber in der Hand hält und dann auch diese Führung direkt zusammengebaut, also ein Domino halt, oder so eine Dübelbohrmaschine. Aber das hier ist schon eine echte Alternative. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich das hier ohne diese Vorrichtung hätte anstellen sollen. Bevor ich jetzt alles zusammenleime, fräse ich hier noch einen Falz außenrum ein. Ich habe mir auch die Position markiert, wo ich halt eben stoppen muss. Denn gleich werde ich es noch einmal erst richtig schleifen, bevor wir es zusammenleimen. Ich habe jetzt gerade im Hintergrund noch die restlichen Paneele mit Korn 150 geschliffen und wir werden jetzt erstmal alles zusammenstecken, um zu schauen, ob das schon mal passt. Und da werde ich nämlich die Rückwand zuschneiden, denn wenn ich das später verleime, muss die natürlich direkt fertig sein, dass wir uns da nicht verrennen. Ich habe gerade im Hintergrund noch einmal die Platten hinten zugeschnitten. Die passen hier auch ganz gut rein. Das hier sind auch ziemlich genau 90 Grad. Jetzt werde ich aber noch mal alles auseinanderbauen, werde die Kanten ein bisschen brechen und dann wird auch alles schon verleimt. Die Auszüge von Hettich sind jetzt angekommen. 2 Monate ist es in etwa her, als ich das letzte Mal hier an dem Regal weitergearbeitet habe. Jetzt geht's aber weiter. Eigentlich war der Plan jetzt so, dass ich hier diese Kisten nehme, 4 Löcher reinbohre und das dann hier drauf stelle. Aber ihr seht, es passt nicht, weil ich so blöd war zu messen. Deswegen müssen wir jetzt ein kleines Stück abschneiden. Oh.
für mich so der ideale aus für Tisch hier für meine neue Werkstatt. Ich habe jetzt jede Menge Platz, um für meine Drechselbank ein bisschen Ordnung zu schaffen, denn hier werden wahrscheinlich größtenteils Teile von der Drechselbank eingeräumt werden. Man kann das Ganze schön praktisch rausziehen, dass man dann oben auch noch eine gute Draufsicht hat. Das kann man mit jeder Schubladenebene machen. Man hat eine sehr, sehr gute Ausführ- oder Tischverlängerung für die Tischkreissäge. Ich kann es noch rumdrehen, wenn ich längeres Material schneide. Und der Stauraum für die Drechselbank ist auch direkt hier neben der Drechselbank. Und zur Not kann ich das hier auch als kleine provisorische Werkbank benutzen. Ich kann hier meine ganzen Utensilien zum Drechseln drauflegen, kann sie dann mitrollen, weil es dann auf Rollen ist. Also für mich ist das wirklich die optimale Tischverlängerung, Organisationssystem für meine neue Werkstatt. Oben verlinke ich dir jetzt noch ein Video. Da baue ich eine Mülltonne für meine Werkstatt, aber die ist wirklich so schön geworden, dass sie sogar Platz in einer Wohnung finden könnte. Und unten verlinke ich dir auch noch ein weiteres Video. Also klick doch einfach drauf, um dir da noch ein bisschen Massivholz um die Ohren zu hauen. Ich wünsche dir einen tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.